Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die, die es noch nicht verstanden haben, in § 219a wird mitnichten die Zulässigkeit oder das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen geregelt, sondern es heißt Werbungsverbot, was dort geregelt wird. Worum geht es also im § 219a? Es geht darum, dass Ärztinnen und Ärzte in Deutschland auf ihrer Webseite nicht darüber informieren dürfen, dass Schwangerschaftsabbrüche zu ihrem medizinischen Leistungsspektrum gehören. Werbung und Information wird durch die aktuelle Rechtsprechung gleichgesetzt. Sie dürfen zwar Abtreibungen vornehmen unter gewissen Umständen, aber sie dürfen nicht darüber informieren. Zugespitzt heißt es, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erwarten von diesen Ärztinnen und Ärztinnen, dass sie es heimlich tun. Das ist doch völlig absurd. Und in der Folge werden dann den Frauen, die sich in so einer Notlage befinden, völlig unnötige Hürden in den Weg gelegt. Ungewollte Schwangerschaften wird es immer geben. Jede vierte Frau hat diese Situation einmal in ihrem Leben. Das Verhütungsmittel kann versagen. Die Lebenssituation kann sich unbeeinflussbar und plötzlich verändern. Und ich will deswegen, weil das ist mir hier auch bisher wirklich zu kurz gekommen, nochmal den Blick auf die betroffenen Frauen lenken. Eine Frau, die ungewollt schwanger geworden ist, ist in einem Ausnahmezustand. Die ist in einer persönlichen und seelischen Krise. Das geht schon los mit dem Warten auf die ausbleibende Menstruation und der Sorge, dass die gar nicht kommt. Dann kommt der Gang zur Ärztin. Und mit Glück trifft die Frau dann auf eine Ärztin oder einen Arzt, die sie in ihrem Ausnahmezustand annimmt und sich einfühlt. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat die betroffene Frau mindestens schon 1000 Mal im Kopf hin und her bewegt, Kollegin, ob sie die Schwangerschaft abbrechen will. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ehrlich gestanden ist mein Bedarf an AfD-Aussagen schon irgendwie voll erfüllt. Wir hätten auch eine von der CDU-CSU-Fraktion. Später. Wir hätten auch eine von der CDU-CSU zur Auswahl. Auch nicht. Auch nicht. Ja, ja. Kommen wir mal zurück zum Thema und zur Situation der Frau. Wenn die Frau dann die Frage mit Ja beantwortet, und das sind im Übrigen bei Weitem nicht alle Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, dann muss sie zur Pflichtberatung. Wenn sie nach dieser Pflichtberatung immer noch den Abbruch machen will, werden ihr, je nach Bundesland, keine Ärzte oder Kliniken genannt, die den Eingriff vornehmen können. Dann beginnt die Frau also zu recherchieren, wo der Eingriff gemacht werden könnte, und landet schlimmstenfalls auf so widerlichen Seiten wie babychaos.de. Zurück zu der Frau. Wenn sie dann endlich einen Arzt gefunden hat, muss sie dort noch einen Termin vor Ende der 12. Schwangerschaftswoche erhalten. Und sie weiß zu diesem Zeitpunkt übrigens immer noch nicht, wie der Abbruch vorgenommen wird, ob mit Medikamenten, durch eine Curettage. Sie weiß auch nicht, wie der Ablauf in der jeweiligen Praxis ist, ob sie jemanden mitbringen kann, welche Risiken, welche Methode hat. Denn das alles kommt in der Pflichtberatung überhaupt nicht vor. Das können nur die Ärzte machen. Frauen, die auf dem Land leben, haben ein noch größeres Problem. Die Beratungsstellen sind weiter entfernt und für den Eingriff müssen sie bis zu 150 Kilometern, einige sogar mehr, hinlegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind Gesetzgeberinnen und wir sind auch verantwortlich, dass das Recht auf Gesundheit durchgesetzt wird. Und es muss doch also in unser aller Interesse sein, dass eine Frau sich so umfänglich wie möglich informieren kann. Auf der Fachkonferenz der FDP hat mich eine Aussage einer jungen Frau sehr beeindruckt, und ich will sie hier kurz zitieren. Die sagte: Wie absurd ist es eigentlich, dass alle möglichen Falschinformationen im Netz verbreitet werden können? Nur diejenigen, die am meisten Ahnung haben, die einzigen, die konkrete Infos zu Eingriffen und Ablauf geben können, die werden bestraft. Recht hat sie. Und ich frage sie auch, welches Frauenbild verbirgt sich eigentlich dahinter, wenn behauptet wird, dass eine Frau sich aufgrund von Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet? Das ist doch komplett irre. Ich kenne keine Frau, die sagen würde, was für eine coole Werbung, jetzt mache ich meinen Schwangerschaftsabbruch. Wir Frauen wollen selbstbestimmt entscheiden, ob wir eine Schwangerschaft austragen oder nicht. Und wir brauchen dafür gute Informationen. Die Voraussetzung dafür ist die Streichung des § 219a. Packen wir das endlich an. Ich
Ich erteile das Wort der Kollegin Dr. Frauke Petri.